Liebe PC-Player, Sportsfreunde, wir melden uns heute aus einer Münchner Lokalität mit dem erstaunlichen Namen Nage und Sauge. Und was hat uns wohl hierher geführt? Nun, der ehemalige Torwarttrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Manfred Dui, steht neben mir und er wird uns erläutern, welcher berühmte Nationalspieler gleich auflaufen wird. Manfred. Kein geringer als Andreas Köpke. Derzeit tätig bei Olympique Marseille, wird sich gleich an diesen Tisch begeben und uns ein paar profunde Fragen beantworten, wie ich hoffe. Ja, und der Anpfiff ist ertönt und das Interview kann jeden Moment beginnen. Jetzt haben Sie natürlich als Torhüter zum Thema Golden Goal ein anderes Verhältnis als zum Stürmer. Was ist denn nun Ihre private Meinung zur Golden Goal-Regel an sich? Ich muss ja sagen, dass die super war. Wir sind Europameister geworden. <dadurch. lacht> Man kann es drehen und wenden, wie man will, weil es gibt im Grunde genommen, ist Elfmeterschießen ist genauso reine Glückssache und die richtige Lösung gibt es nicht. Wenn ein Spiel nach 90 Minuten nicht entschieden ist, früher hat es sogar Losentscheidung gegeben. Also ich finde jetzt diese Golden Goal Regel, finde ich also eigentlich eine ganz gute Regelung, obwohl sie ja wieder gestrichen worden ist, es gibt es ja nicht mehr. Aber ich fand es ja eigentlich ganz gut, weil Verlängerung, dann gibt es Elfmeterschießen und es ist ja auch wieder reine Glückssache. Und beide Mannschaften haben die Chance, das Golden Goal zu erzielen. Die müssen halt weiterhin offensiv spielen, um es zu schaffen. Und von daher, also ich fand es jetzt ganz gut. Wie sieht man denn das Elfmeterschießen als Torhüter? Ist das was, wo man sich profilieren kann und deswegen freut man sich drauf? Oder ist das dermaßen grausig wegen der Verantwortung, dass man es eigentlich lieber meiden würde? Ich sag mal, freuen tut sich sicherlich keiner drauf. Aber wenn es dann wirklich so weit gekommen ist, hat man ja als Torwart eigentlich nichts mehr zu verlieren. Wenn ein Stürmer vom Stürmer erwartet jeder eigentlich, dass er einen Elfmeter reinschießt. Und wenn er drin ist, wird niemand sagen, der muss doch den Elfmeter halten. Also man hat als Torwart eigentlich nichts zu verlieren. Und wenn man dann, sage ich mal, den entscheidenden Helden, ist man im Grunde genommen, ist man der König, sage ich mal. Also man kann im Grunde genommen, kann man nur gewinnen als Torwart beim Elfmeterschießen. Wenn Sie jetzt so ein Computerspiel anschauen, so ein Computerfußball, was würden Sie sagen, was fehlt da eigentlich noch, um die Authentizität besser rüberzubringen? Oder was ist gut getroffen? Es sind 5-6 Kameraeinstellungen. Man hat alle Möglichkeiten, die man im richtigen Fußball auch hat. Also ich sag mal, ich bin ja jetzt nicht so der Freak, der da jetzt 5 Stunden am Tag das spielt oder sich die ganzen Videospiele anguckt. Aber ich könnte jetzt auf Anhieb, könnte ich nicht sagen, das müsste verbessert werden oder das müsste verbessert werden. Ich meine, man könnte sicherlich, vielleicht könnte man die Stadien reinnehmen, dass man sich ein Stadion aussucht, aber da ist ja eh nicht viel von zu sehen. Von dem Stadion selbst. Der Platz ist immer der gleiche und man kann seine Mannschaften zusammenstellen. Also ich wüsste auf Anhieb nicht, was man verbessern könnte. Von der Realitätsnähe ist es also schon, glaube ich nicht, dass man da viel verbessern könnte. Bist du auch zufrieden mit den digitalen Leistungen der Torwart in dem Spiel? Ja doch, wo ich dann mal rausbekommen habe, wenn ich nach rechts springen will, was ich dann drücken muss und so, das war also schon, doch, das ist schon... Das war schon sehr realitätsnah. Würden Sie nicht sagen, die springen jetzt 10 Meter durch die Luft, das gibt es ja gar nee, nicht. Nee, das war also, kann ich nicht sagen. Jetzt bei den Vorrundengegnern vom deutschen Team, eine Mannschaft, wo Sie so ein besonders ungutes Gefühl haben, wo man sagt, Mensch, passt auf, die werden unterschätzt oder die sind besonders gefährlich? Oder? Na gut, sag mal, unser schwerster Gegner wird sicherlich Jugoslawien werden, weil sie eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Haben Superspieler drin, die in ganz Europa spielen. Also das wird sicherlich nicht einfach werden. Aber auch die USA, die haben jetzt sicherlich ein Freundschaftsspiel, aber haben 3-0 in Österreich gewonnen. Iran ist sicherlich auch nicht einfach. Ich sag mal, wenn wir uns unserer Situation bewusst sind und jedes Spiel konzentriert angehen, dann werden wir sicherlich auch die Vorrunde ohne Probleme überstehen. Nur wenn man in ein Spiel reingeht und sagt, naja, wie Sie vorhin sagten, naja, das machen wir schon irgendwie, dann wird es schwierig. Weil heutzutage gibt es nicht mehr, dass man ein Spiel 5-6-0 gewinnt, wie es früher mal war, sondern alle haben dazugelernt und wir müssen einfach unser Spiel wieder machen, unsere Leistung finden und dann glaube ich auch, dass wir eine gute WM spielen. Haben Sie so einen Geheimtipp, abseits jetzt von der deutschen Mannschaft natürlich, wo Sie sagen, die werden unterschätzt? Unterschätzt wird bei dieser WM keiner, das glaube ich nicht. Aber es gibt sicherlich Mannschaften, Argentinien zum Beispiel, die keiner richtig groß auf der Rechnung hat, aber die... Wir haben jetzt 1-0 in Brasilien gewonnen, die also schon, selbst Nigeria
ist Olympiasieger. An einem guten Tag kann Nigeria jede Mannschaft schlagen. Und von daher. Wie der Tipp für das Endspiel? Wer gegen wen und wie hoch? Ich tippe kein Endspiel. Müsste ich tippen, dass wir im Endspiel sind. Und ich tippe nicht vor dieser Weltmeisterschaft. Wir wollen einfach eine gute Weltmeisterschaft spielen. Wir wollen unsere Leistung bringen und dann kommen wir auch sehr weit. Um diesen Titel zu gewinnen, muss man das nötige Glück haben, was wir auch bei der Europameisterschaft hatten. Ich hab einen noch auf der Liste zum Spiel nochmal, habe ich vorhin vergessen. Ja. Es gab ja in der Vergangenheit schon Fußballspiele, die von, sag ich mal, Kollegen von Ihnen präsentiert worden sind. Der Lothar Matthäus hat mal was gemacht, der Thomas Hessler. Redet man da überhaupt drüber oder ist das so mehr so ein Randthema? Also wenn man da zusammenkommt, hat man da andere Dinge im Kopf oder tauscht man sich da mal aus? Muss ich sagen, haben wir eigentlich nicht drüber gesprochen. Ich habe gar nicht gewusst, dass die auch sowas gemacht haben. Nee, Thomas Hessler hat recht aktuell ein Spiel von Sieger präsentiert, ja? Aber sie streiten sich da nicht im Trainingslager, mein Spiel besser als dein. Nee. Überhaupt nicht, nee. Ich habe es gar nicht gewusst, muss ich sagen. Obwohl der Thomas Hessler auch so, der hat diese ganzen Spiele und das macht er viel, das weiß ich. Auch private? Ja. Das ging, glaube ich, damals. Der Litti hat es immer, der hat